So, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um die MP1X Halloween. Und zwar, was ich gleich am Anfang zu dir sagen kann, die gibt es im Crate des neuen Halloween-Patches, der also als neuestes jetzt rauskam. Und nochmal Dankeschön an It's Wayne, der mir seinen Account geliehen hat für die MP1X Halloween Review. Okay, ja, sie kam, wie gesagt, im Halloween-Patch raus. Zudem, 2012 natürlich, zudem gab es noch die Mauser-Halloween, also gibt es noch die Mauser-Halloween und die, FF2-Halloween. Ist ein bisschen laut, der Sound. Und ja, und zwar, die Crates kosten, also für 5 braucht ihr 5500 ZP, für 10 braucht ihr 10.000 ZP. Ihr merkt schon, das ist nicht eine normale Creating Rooms. Für 30 braucht ihr 27.000 ZP und für 50 braucht ihr 45.000 ZP. Ihr merkt schon, das ist leichter Sound der normalen M4, nur dass es eine erweiterte Version ist. Diese sieht ein bisschen geiler aus und das ist noch eine erweiterte M4, also das ist die M4X, eben halt in einem neuen Skin, und zwar Halloween. Oh. Und zwar, ja, leicht ähnelt sie schon der M4 Custom, denn die M4 Custom hat ja Visier, diese hat keine, und Red Dot im Flash dran, ne? Diese hat jedoch nur im Flash dran und irgendwie so einen komischen Laufende da. Finde ich ganz komisch. Ich dachte zuerst, also am Anfang dachte ich, das sei ein Schalldämpfer, aber nebensächlich. Zudem ist ein Frontgriff dran, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und, sie hat Wallbang, und zwar richtig deutlich, kennt man das. Das ist recht schon ausgeprägt, ich denke mal so an die 75% Wallbang, denn auf den Kopf macht sie 100, durch die Kiste nur 75, also knapp an die 75. Und der Spray ist ausgezeichnet, wow. Auf jeden Fall, auf den Kopf macht sie 100 Damage, wie gesagt, auf den Körper macht sie ungefähr an die 27 bis 30 Damage, auf die Füße 19 bis 20 Damage. Natürlich habe ich das alles von der Close Range abgemessen, denn auf einer weiteren Distanz spürt man ja eigentlich. Upsa. So. Ja, Reload Time ist 2,3 Sekunden, eine Millisekunde schneller. Zudem ist die Full to Empty Time, also von voll bis zum Leersprühen, also wenn ihr ein volles Magazin habt, zum Leeren, so meinte ich das, braucht ihr 3,27 Sekunden. Das sind ungefähr so, also die Zeit, denn ja, eigentlich ist es schon fast wie eine normale M4, denn eigentlich ist alles gleich von der vom Punkt Power her. Ich finde, bei dieser spürt man mehr Power, also irgendwie merkt man hier mehr so Bums und keine Ahnung, bei der normalen MP ist es nicht so. Auf jeden Fall, diese hat ordentlich Power. Das ist auf jeden Fall echt geil, damit allgemein zu spielen. Ihr seht auch schon, der Skin ist komplett anders. Diesmal ist Halloween komplett anders gestalten. So. Lila Magazin hier unten. Ist es lila und dann wird es leicht blau. Also, ich hoffe, man erkennt es jetzt beim Nachladen und da auch. Unten ist mehr lila als wie oben und auf dem Buddy steht Halloween und natürlich das Gebäude, und zudem gibt es einen lächelnden Mond, der ja eigentlich ganz süßer aufgemacht wurde. Da zeigt er Wallbang. Ja, Ball. Und ja, auf jeden Fall vom Gewicht her wiegt sie genauso wie normale M4, denn das ist ja einfach nur eine erweiterte Version davon. Zudem recht präzise, muss ich sagen. Und, Magazin ist der. So, es gibt diesmal ein Frühfeld. Oder Slackfeld. Auf jeden Fall, das Aussehen gefällt mir auf jeden Hammer geil. Zudem, was mir nicht gefällt. Aber, naja, jetzt bin ich ein bisschen pingelig. Und zwar, vor dem Frontgriff, da sieht man es nochmal, ist eine Lampe, ein Flashlight dran. Der ist aber nicht zum Benutzen da. Nicht mal mit Rechtsklick kann man irgendwas machen. Es wäre mal echt geil, würde Flashlight hier im Spiel drin sein, aber es wäre natürlich ein bisschen abgespaced. Ja, fuck.
was hier dann reingemacht wäre. Auf jeden Fall, hier erkennt man jetzt nicht wirklich, wo sie gemacht wurden, die MPX. Denn bei der FF2, da stand ja Made in Germany auf dem Scope. Und hier, ich denke mal nicht, dass man hier wirklich was erkennen kann. Also ich erkenne ja wohl hier nichts. Hier sind nicht wirklich markante Dinge drin. Es ist ja nur der Skin jetzt da drüber gepackt, aber das steht nicht wirklich was drüber. Auf jeden Fall, ja, Dankeschön nochmal an It's Wayne vom Technodrome. Und ja, das war's von mir. Mehr kann man dazu nicht sagen. Holt sie euch auf jeden Fall. Es lohnt sich einfach nur. Denn Wallbang hat sie ja. Wow. Wallbang hat sie auf jeden Fall. Und ciao. Ach so, und schaut bitte bei meinem Partnerkanal mal vorbei. Abonniert sie, wenn euch deren Accounts, deren Kanäle gefallen. Und ganz schön atemberaubende KD. Und bye bye. Dankeschön fürs Zuschauen.